Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 723. Eichhorn-Wanderung am Montag, dem 14. März 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, endlich wieder im MDW-Büro. Mein Sommersemester beginnt faktisch für mich heute erst, weil ich ja jetzt unterwegs war. Und es beginnt, wie sollte es anders sein, mit Beethoven. Von Beethoven werden wir in den nächsten zwei Wochen ja mehr hören, so wie es sich eigentlich für einen Mödlinger Wanderer geziemt. Denn am 2. April gibt es ja unser großes von der MDW und der MUK, der Privatuniversität, Konservatorium der Stadt Wien, gemeinsam bestrittenes Beethoven-Projekt, alle 5 Klavierkonzerte hintereinander an einem Abend mit lauter verschiedenen Pianistinnen, Pianisten, Dirigentinnen und Dirigenten. Und heute beginnen wir natürlich ins Detail zu gehen, indem wir uns auseinandersetzen mit Bogenstrichen. Viele Stunden sind wir schon gesessen, haben überlegt, nachgedacht, denn der Bogenstrich beim Streicher ist doch sehr wichtig für Gestaltung und Phrasierung. Und so kann man eigentlich mit dem Wahlprozess, Auswahlprozess des Bogenstrichs schon eine gewisse Darstellung seiner musikalischen Ideen, auch seiner stilistischen Ideen. Bei Beethoven würde ich natürlich sofort sagen, auch seiner weltanschaulichen Ideen einbringen in die Interpretation. Das heißt, die Bogenstriche sind das Werkzeug des musikalischen Interpreten oder der Interpretin, wenn es darum geht, den Streicherklang zu definieren. Und das machen wir jetzt kollektiv, alle Studierenden, alle Schülerinnen und Schüler, alle Studenten, Studentinnen zusammen, auch mit den Pianisten, für die ist der Bogenstrich natürlich nicht relevant, wohl aber ist er relevant für den Gesamtklang. In diesem Sinne begebe ich mich jetzt zu den Bogenstrichen und wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Woche mit Beethoven.